So, liebe Leute, ich bin heute mal wieder am Hohenstein und zwar mit einem neuen gekauften, gebrauchten Pedelec Space Rider Mittelmotor, also vom Antrieb her sehr leistungsstark. Trotzdem hat das Fahrrad viele Macken. So, werde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. So, nochmal zum Space Rider zurück. Space Rider, Pedelec, Elektrobike. Der Mittelmotor hat Bärenkräfte, muss man sagen. Wenn das wirklich stimmt, die Angabe des Herstellers 96 Newtonmeter. Soviel ich weiß, hat das kein anderes Pedelec. Also, was ich so gelesen habe, ist 50, 60 Newtonmeter. Die meisten haben eigentlich, glaube ich, 20, einige Ausnahmen 40 und dann gibt es wieder Sonderausnahmen mit 60. Aber das ist hier die Krönung 96 Newtonmeter. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Und das ganz große Manko ist, dass jetzt diese 96 Newtonmeter, selbst wenn das Fahrrad die hat, braucht es die für sich selber, also für sich selber überhaupt damit zurechtzukommen, mit der Schwerlastigkeit des Fahrrads. Das Fahrrad ist sehr schwerlastig. Das ist also mit 28 Kilo Eigengewicht, Leergewicht, Eigengewicht, ist das Fahrrad viel zu schwer. Also irgendwo müssen beim Pedelec auch Grenzen gesetzt werden. 28 Kilo, das ist einfach no go. Das Fahrrad wird dann, man verliert einfach den ganzen Vorteil. Das ganze Fahrrad wird eigentlich dadurch unbrauchbar. Pedelecs, Elektro-Pedelecs sollten eigentlich nicht mehr wie 20 Kilo wiegen. 20 Kilo, dann mit irgendwie Ausnahme ist 23 Kilo. Aber wirklich 20, 23, noch besser wäre irgendwie 17 bis 20 Kilo. Also unbedingt darauf achten, dass die Pedelecs nicht wirklich zu schwer sind. Also man sollte dann über 23 Kilo absolut abwinken, dann nichts erzählen lassen. Das ist total Nachteil. Und hier, das Fahrrad ist ja auf Enduro oft aufgebaut, wenn man hier schaut, hat es Straßenreifen drauf. Und ich habe das Fahrrad schon mal vor vielen Jahren, damals war ich noch selbstständig, hatte ich das vermisst, das Fahrrad mal zu reparieren. Und da waren auch schon diese Straßenreifen. Die Straßenreifen, die sind total im Gegensatz zu der Kraft. Das heißt, ich bin jetzt hier recht steil hochgefahren, aber ich musste dreimal unterbrechen, weil ich abgerutscht bin über irgendwelche Wurzeln. Das ist ärgerlich. Wir werden die Fahrt hier hoch, so ungefähr eine Steigung von 20%, also Minimum über einen Kilometer hoch, werden wir das mit der Kamera mal wiederholen, mit anderer Bereifung. Und da werde ich euch mal zeigen, wie auch anders geht und wie es alles so sehr schön. Im Übrigen haben wir hier eine sehr schöne Gegend zum Fahrradfahren. Höhenunterschiede bis zu 440 Meter. Ist wirklich ein Eldorado für Downhills, Fahrer und Cross and Country. Wow. Ich hoffe, dass man in der Richtung hier tourismusmäßig sich einiges tut. Da habe ich auch hier und hier wieder eine Einladung teilzunehmen, wenn da irgendwie mal was News ausprobiert wird. Aber ihr seht, es ist so stürmisch. Ich muss sehen, dass ich jetzt hier oben wegkomme. Erstmal Ende. So, weil ich noch ergänzen wollte, ich habe jetzt alle drei Antriebssorten habe ich gefahren. Vorderradantrieb habe ich gefahren,
habe ich meine Meinung nachgebessert. Da gibt es viele Unterschiede. Das heißt, beim Vorderantrieb, wenn man da so sich die Rosine rauspickt, also wenn man das schafft, sich bis ausklingt und dann viele Probefahrten macht, oh, kommt ein Flugzeug, dann schafft man auch vorne einen ausreichenden Zufriedenheit. Ja, ausreichend ist ja nicht wirklich zufrieden. Ausreichendes Ergebnis irgendwie an Kaufmöglichkeiten vielleicht zu finden. Aber richtig befriedigend bis gut, nicht wirklich. Aber der Mittelmotor hat seine Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Durch die starke Antriebskräfte, die Zugkräfte, die ständig vorhanden sind, wenn der Motor einsetzt und gleichzeitig hier mit dem Schalten, dass das eine gewisse Entlastung irgendwie verbunden ist und auch, dass die Schaltung braucht und dass das einfach das, der Mittelantrieb, das weiß es nicht, aber so ein Computer unterstützt es irgendwie, haben wir nicht, also dieses Programm gibt es noch nicht, so viel ich weiß, ist aber irgendwie da in der Richtung. Ein deutscher Hersteller hat sich da mit dem Problem beschäftigt und die meinen das Problem bald in den Griff zu haben. Aber wie gesagt, noch ist es auch noch nicht richtig ausgereift. Also unterm Strich, wie gesagt, alle drei Antriebe, Vorderradantrieb habe ich gefahren. Nicht wirklich das Nonplusultra. Mittelantrieb, das ist teilweise gut, das durchwachsen. Es gibt auch Nachteile, aber wo überhaupt keine Nachteile sind, was einfach nur durchgehend in allen Dingen gut ist, dahinter ist der Hinterradantrieb. Der Hinterradantrieb befriedigt eigentlich alle. In jede Richtung, alle Problematik, kann der Hinterantrieb zufriedenstellen. Deswegen für mich selbst kommt eigentlich langfristig nichts anderes in Frage als wie ordentlichen Hinterradantrieb beim Pedelec. So, erstmal Ende. Und noch was ist mir eingefallen, was ganz, ganz wichtig ist. Wenn irgendwelche Pedelec-Käufer, wenn die wirklich viel fahren, also sobald die, sagen wir, jeden Tag das Fahrrad benutzen, rate ich unbedingt die Hinterradfederung, weil die Hinterradfederung, die hat schon ihren Sinn, genau wie vorne. Das heißt, die Schüttelkräfte, die gehen ja irgendwie in den Körper rein. Und dadurch, dass, wenn man wirklich viel fährt, der Körper so durchgeschüttelt wird, dass das geht dann wirklich so weit, dass man dann wirklich Schäden bekommen kann am Körper. Und die kann man wirklich sehr stark eingrenzen als Vielfahrer, wenn man darauf achtet, dass hier auch auf eine Hinterradfederung haben die meisten Pedelecs bis heute nicht, weil auch aus Unwissenheit der Hinterradtrip macht die ganze Geschichte teurer. Und die Fahrräder lassen sich im Moment auch so gut verkaufen ohne Hinterradfederung, halte ich aber, wie gesagt, für Vielfahrer für nicht gut. Also wenn einer nicht viel fährt, kommt das nicht zum Tragen, das Problem. Aber ich habe das selber jetzt erlebt, ich bin die letzten Wochen sehr, sehr viel gefahren und dadurch, dass ich jetzt auch andere Pedelecs habe, alles gebraucht, kaputt, gekauft und repariert, ist das Problem aufgetreten, dass das einfach dann sich herausstellte, dass die Hinterradfederung ein unbedingt Muss ist für Vielfahrer und bietet auch viele Vorteile, viel Fahrsicherheit, also man kann gar nicht die Vorteile aufziehen, aber die Hinterradfederung natürlich ist wieder mehr Gewicht, deswegen kann ich auch verstehen, dass das hier hin und wieder auch dann wieder darauf verzichtet wird. Das Fahrrad soll ja insgesamt nicht so schwer werden. Aber wie gesagt, wenn man irgendwie sehr viel Geld ausgeht, kann man was erwarten. Und für viel Geld kann ich auch erwarten, dass das Fahrrad leicht ist und mit vernünftigem Vorderrad und Hinterrad fährt. So, ich glaube, jetzt habe ich erstmal einiges gesagt. Ende. So, schaut mal, das ist ein ausgezeichneter Wanderweg. Das ist ganz in der Nähe von Dormer. Dormer, Nähe wieder Oberbauer. So, jetzt will ich euch mal eben kurz was zeigen. So, ausgewiesener Wanderweg. Dieser Baum hier, der liegt schon jahrelang hier auf dem Weg. Ich würde mal sagen, mit einer Motorsäge, benzingetriebene Motorsäge, könnte man wirklich, würde ich wetten, dass 5 bis 10 Minuten wäre der aus dem Weg geworden. So einfach wäre das, den Weg frei zu machen. Hoffen wir mal, dass jetzt an der richtigen Stelle die Leute das sehen
und den schönen Weg für unseren lieben Tourismus zum Wandern wieder herrichten. Wir würden uns darüber freuen. Wenn das so ist, auf jeden Fall mal darüber berichten. Ich würde mich darüber freuen. Ich würde sogar auch mich freiwillig erklären, das zu machen. Aber ja, mach mal wieder was Falsches. Was ich noch vergessen habe, was ganz, ganz wichtig ist, achte drauf, dass also Scheibenbremsen ist schon ein großes Plus. Also Pedelecs erfordern schon bessere Bremsen, weil einfach diese Kräfte, die durch den Elektromotor noch mit einwirken zu der Muskelkraft, das geht auf Kosten der Bremse. Das heißt, der Bremsenverschleiß bei V-Brex, also normale Bremse ohne Bremse, ist doch erheblich. Und das sehe ich an meinem anderen Pedelec. Da muss ich, also die Bremse ist das, was ich am meisten nachstelle. Deswegen bin ich auch zu der Erkenntnis gekommen, dass ein Pedelec, was regelmäßig benutzt wird, sollte unbedingt Bremsscheibenanlage haben. Wobei eine mechanische mit Zugseil, die funktionieren heute auch ganz gut. Muss jetzt nicht unbedingt hydraulisch, weil das auch wieder eine Kostenfrage ist. Eine mechanische tut es zur Not auch. Die ist immer noch besser als V-Brex. Ende.